Take Off. Abheben und ins Abenteuer fliegen. Für 6 deutsche Jugendliche mit ausländischer Herkunft wird dieser Traum Wirklichkeit. Sie reisen ins Land ihrer Eltern und treffen dort Jugendliche, mit denen sie ihr Hobby teilen. Sie erleben, wie es wäre, wenn sie nicht in Deutschland, sondern im Land ihrer Vorfahren aufgewachsen wären. Für die Abenteurer heißt es jetzt Take Off in das Land ihrer Eltern. Ich will weit, weit weg, ich will raus hier. Früh aufstehen in Russland. Susanne lebt für eine Woche bei Gastschwester Anna in St. Petersburg. Heute beginnt nach 3 Monaten Sommerferien für Anna wieder die Schule. Sie nimmt Susanne mit, denn es ist ein besonderer Tag. Heute wird die Einschulung der Erstklässler gefeiert. Freust du dich schon auf die Schule? So nach 3 Monaten? Ich freue mich, meine Freunde wiederzusehen. Aber ich bin noch nicht bereit fürs Lernen. Das Styling für den ersten Tag muss perfekt sein. Auch Annas kleine Schwester freut sich auf die Einschulungszeremonie. Doch etwas Wichtiges fehlt. Bist du fertig? Dann können wir ja jetzt zur Schule gehen. Ich muss aber erst noch meine Blumen mitnehmen. Welche Blumen denn? Wir bringen normalerweise gewöhnliche Blumen mit. Aber da es mein letztes Jahr ist, habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Wie ist das bei euch? Also wenn ich Blumen zum ersten Schultag mitbringen würde, wäre das total daneben. Dann würden alle sagen, was für eine Schleimerin. Bei uns müssen alle Blumen mitbringen. Ich bin gespannt darauf, wie es in der Schule jetzt sein wird, weil ich das ja alles auf Russisch jetzt miterleben werde und die Einschulung, von der ich auch schon viel gehört habe, dass sie sehr schön sein soll. Deswegen bin ich da gespannt. Der dritte Tag im brasilianischen Rio de Janeiro. Freddy bekommt heute von seinem Gastbruder Matthäus die Sehenswürdigkeiten der Stadt gezeigt. Mit der Bahn fahren sie zur berühmten Christusstatue auf den Corcovado-Berg. Das letzte Mal war Freddy mit 4 in Brasilien. Rio de Janeiro hat er noch nie gesehen. Hier gibt es wirklich viel Wald in der Stadt. In Rio de Janeiro haben wir einen der größten Stadtwälder der Welt. Der heißt Tijuca. Und wo ist Tarzan? Magst du Samba-Musik? Samba. Hören das auch Jugendliche in Brasilien? Jugendliche? Ja, auf jeden Fall. Ganz besonders an Karneval. Die Mädels tanzen dazu? Ja, und wackeln mit dem Hintern. Also Samba ist ja die Volksmusik von Brasilien. Aber ich würde sie der Deutschen so vorziehen, weil die ist so lebendig, so lebhaft, so fröhlich. Also ich würde sie 1000-mal mehr hören als die deutsche Volksmusik. Die ist so super. Auf Trinidad hat Gastmutter Charlene die getragenen Babyklamotten der kleinen Desiree als Spende vorbereitet. Aisha und Akena sollen sie zu einer Organisation bringen, die sich um Teenie-Mütter kümmert. Ist es auf Trinidad ein großes Problem, dass Mädchen sehr früh schwanger werden? Ja, das passiert schon oft. Eine Freundin von mir fährt euch dahin. Dann könnt ihr mal sehen, wie es solchen jungen Müttern geht. Für Aisha das erste Mal, dass sie eine Organisation für Teenie-Mütter besucht. Die Einrichtung kümmert sich um Mädchen, die aus Unwissenheit viel zu früh ein Kind bekommen haben und dabei Unterstützung brauchen. Die Kleinen machen gerade Mittagspause. Damit die jungen Frauen ihren Schulabschluss oder ihre Ausbildung machen können, werden ihre Kinder hier tagsüber betreut. Eine von den Müttern ist Alex. Hi, wie geht's? Hi Alex. Hi Alex, ich bin Akena und ich bin Aisha. Wie alt bist du? 18. 18 und du hast schon ein Kind bekommen? Ja, mit 16. Wie ist es denn, so jung Mutter zu sein? Ziemlich hart.
Ich hätte nie gedacht, wie schwer es ist, wenn man selbst gerade erst erwachsen wird und plötzlich mit einem völlig neuen Leben klarkommen muss. Und das alles ohne Hilfe. Was haben denn deine Freunde dazu gesagt? Die waren nicht gerade nett zu mir. Das hat mich sehr verletzt. Ich habe jeden Tag geweint. Und es war kein Freund für dich da? Mm-mm. Und was war mit dem Vater deiner Kleinen? War denn wenigstens er für dich da? Nein. Was ihn betrifft, habe ich meine Eltern immer belogen und erzählt, dass er die ganze Zeit arbeitet und wir uns deswegen nicht sehen. Ich habe einfach verheimlicht, dass er eigentlich nichts mit mir zu tun haben wollte. Das ist hart. Ja, das ist es. Ihre Geschichte hat mich ziemlich mitgerissen. Und weil sie einfach keine Unterstützung hatte, niemanden, und sie ganz alleine ihre Tochter aufziehen musste bis jetzt. Und ja, es war ziemlich herzzerreißend, fand ich. Gibt es denn keine Aufklärung in der Schule? In der School? Nein. Echt nicht? Man müsste eigentlich in die Schule gehen und wenigstens eine halbe Stunde mit allen über dieses Thema sprechen. Am besten jeden Tag, damit es auch wirklich alle erreicht. Und willst du weiter zur Schule gehen? Ja, auf jeden Fall. Super. Und Hauptsache, du liebst deine Kleine. Ja. In Brasilien sind Freddy und sein Gastbruder Matthäus auf dem Corcovado-Berg angekommen. Hier wollen sie die berühmte Christusstatue besichtigen. Freddy ist von der Aussicht und der großen Statue begeistert. Wow, wie schön! Das ist der Christus. So groß? Wow. Ja, der ist riesig. Weißt du, wie groß der ist? Der ist 38 Meter hoch, 8 Meter Sockel und 30 Meter Statue. Weißt du, warum er die Arme ausgestreckt hat? Nee, warum? Man sagt, dass er Rio umarmt. Warum liegen die da alle? Damit sie die ganze Statue aufs Bild bekommen. Weil sie so groß ist? Ja, genau. Können Sie ein Foto von mir, mein Freund, machen? Mit deiner Kamera? Ach ja, na klar, mit meiner Kamera. Ich leg mich mal hin. Eins, zwei, drei, okay. Soll ich auch ein Foto von Ihnen machen? Ja, gerne, wenn du willst. Mich anschauen. Ich hab's. Ich fand das total witzig, als die Frau, die ich fotografiert habe, getanzt hat. Ich glaube, das ist so eine typische brasilianische Eigenschaft, dass man sehr offen ist und sehr auf Leute zugeht. Und das fand ich halt super, dass sie mitgemacht hat. In St. Petersburg ist Susanne mit Anna auf dem Weg zu ihrer ersten russischen Einschulungsfeier. Alle haben sich schick gemacht. In Russland ist dieser Tag ein großes Ereignis und wird mit viel Aufwand gefeiert. Und jetzt macht endlich die Tür auf. Wir müssen uns reinlassen. Wir sind doch die Erstklässler. Ist das jedes Jahr das Gleiche? Ja, und jetzt wird einer aus der 11. einen Erstklässler auf der Schulter tragen. Das Läuten der Glocke ist das Symbol für den Schulanfang aller Schüler. Das ist einfach so goldig, diese kleinen Kinder, die noch so total motiviert sind, zur Schule zu gehen und das total lieben. Und das ist echt mega süß. Nach der Zeremonie überreicht Anna ihrer Klassenlehrerin Blumen. Das ist in Russland üblich am Anfang des Schuljahrs. Und Anna hat diesmal ganz besondere mitgebracht. Danach geht's zur ersten Unterrichtsstunde. Auch die Geschichtslehrerin bekommt Blumen. Trotzdem beginnt sie den Unterricht mit strengem Ton. Heute ist der erste Unterricht in eurem letzten Schuljahr. Ab jetzt müsst ihr euch wirklich Mühe geben und ernsthaft lernen.
Wir hatten eine Lehrerin, die war schon ein bisschen streng. Mir ist vor allen Dingen auch aufgefallen, dass es super ruhig war im Klassenraum und keiner geredet hat und irgendwie schief saß. Ja, das war schon so ein bisschen so ein Unterschied. Auf der karibischen Insel Trinidad hat Akena ihre Gastschwester Aisha in ihre Steelpan-Gruppe eingeladen. Die Steelpan wurde auf Trinidad erfunden und die beiden Mädchen spielen das Instrument schon seit Jahren. Bevor sie lostrommeln, gibt es noch etwas Sprachunterricht. Wie sagt man eigentlich, wie geht es dir auf Deutsch? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Genau, das heißt, wie geht es dir? Wie geht es dir? Hi Jungs. Hi, ich bin Aisha aus Deutschland. Hi. Und wie lange spielst du schon? Seitdem ich 8 bin. Oh, dann musst du eine ziemlich gute Spielerin sein. Nein. Aber ich versuch's. Okay, fertig. 1, 2, 3, 4. Wenn ich jetzt Deutschland und Trinidad vergleiche mit dem Steelpan-Spielen, finde ich es hier besser, weil hier ist man in einer Gruppe und man spielt zusammen. Dort habe ich nur Einzelunterricht gehabt, weil kein anderer irgendwie, den ich kannte, Steelpan spielt. Es ist viel schöner hier, ja, es macht sehr viel Spaß. Dankeschön! Hat es dir gefallen? Ja, natürlich, das war super. Ich habe es total genossen. Okay, tschüss! Zurück in Brasilien. Hier zeigt Matthäus dem Gast aus Deutschland heute seine Stadt, Rio de Janeiro. Freddy ist immer noch beeindruckt von der riesigen Christusstatue, die sie am Morgen besichtigt haben. Doch nur wenige Kilometer entfernt liegt eines der armen Viertel, für die Rio leider auch bekannt ist, die Favela Santa Marta. Davon hat Freddy gehört und auch das will er kennenlernen. Sie treffen den 13-jährigen Igor, der dort lebt und Führungen macht. Was genau ist eine Favela? Hier leben viele arme Menschen, die sich durchschlagen müssen, um ihre Kinder zu ernähren. Viele haben gar keine Arbeit und können noch nicht einmal Essen einkaufen. Leben in diesen Häusern Menschen? Ja, das sind zwar sehr einfache Häuser, aber da leben Menschen. In manchen wohnen bis zu 7 Personen. 7 Personen? Und wie viele Zimmer haben die? Es gibt Häuser, die nur 1 Zimmer haben. Haben die auch Strom und Wasser? Ja, aber sehr oft fällt der Strom aus und das Wasser wird manchmal abgestellt. Und woher bekommt ihr dann das Wasser? Wir müssen dann mit einem Eimer zum Brunnen, um Wasser zu holen. Allerdings gibt es hier in der Favela nur 2 Brunnen. Die Häuser finde ich schon schlimm. Der ganze Müll liegt auf den Straßen, das Wasser ist schmutzig, es riecht hier nicht so ganz gut, der Kot liegt auf den Straßen. Und ich habe vieles gehört von meiner Mama, dass es schon ganz, ganz schlechte Umstände sind. Aber das, was man gehört hat, das ist nicht vergleichbar, was man hier wirklich sieht. Das hier ist der Brunnen. Mit diesem Wasser kochen wir, waschen Wäsche und duschen uns. Ihr duscht hier? Ja, genau. Für wie viele Leute ist der Brunnen? Wenn das Wasser abgestellt wird, dann kommen hier so um die 100 Leute den ganzen Tag. Man muss sich anstellen und lange warten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich Hunderte von Menschen so ein kleines bisschen Wasser teilen müssten. Ich meine, die müssen ja alle ihre Wäsche waschen, die müssen sich selbst waschen, die müssen damit kochen, die trinken sogar aus diesem kleinen bisschen. Dass das für 100 Leute reicht, das kann ich einfach nicht glauben. Und ich finde das schlimm. Und ich finde es auch schlimm, dass sich kein Mensch darum kümmert und das nicht ändern möchte. Susanne und Anna wollen nach der Schule mit Freunden einen ruhigen Nachmittag im Café verbringen. Ganz so entspannt wird es dann doch nicht. Viele Dinge, die in anderen Ländern selbstverständlich sind, sind in Russland verboten. Ob das richtig ist, darüber sind sich Annas Freunde nicht einig. Madonna hat doch hier mal ein Konzert gegeben. Und weil sie bei diesem Konzert auf die Rechte der Homosexuellen hingewiesen hat, musste sie eine hohe Geldstrafe bezahlen.
Warum ist das eigentlich so in Russland? Was jetzt in Russland passiert, ist echt nicht okay. Das ist eine Verletzung der Menschenrechte und ehrlich gesagt ist das sehr traurig. Denn viele Menschen in unserem Land finden es sogar richtig, dass Homosexuelle ausgegrenzt werden. Stell dir vor, wenn nur Homosexuelle existieren würden. Was für eine Gesellschaft wäre das? Homosexualität ist doch gegen die Natur. Wieso? In der Natur kommt doch auch beides vor, homosexuelle und heterosexuelle Tiere. Willst du damit sagen, die Natur ist blöd? Wenn bei uns zwei Jungs Händchen halten, wird mit dem Finger auf sie gezeigt. Sie werden ausgelacht. Und wenn sie auf die falschen Leute treffen, kann es wirklich böse ausgehen. Manche werden sogar zusammengeschlagen. Wenn du möchtest, kannst du ja gerne in ein Land gehen, wo Schwulsein erlaubt und normal ist. Ich möchte aber, dass in meinem Land alle Menschen frei und auch glücklich leben können. In meinem Land, wo ich geboren wurde. Ich denke nicht, dass man sich in Russland öffentlich als homosexuell bekennen kann, beziehungsweise nicht ohne an Probleme und Ecken zu stoßen. Weil es hier einfach das große Problem ist, dass auch das Denken der Menschen und die Kultur einfach sehr, sehr altmodisch noch ist. Ihr sitzt hier und sagt, dass alles in Russland schlecht ist und dass es schlimm ist, dass Homosexualität verboten ist. Aber du redest nur. Dann tu doch was dagegen. Willst du etwa, dass wir geschlagen werden? Ich tu doch was. Ich sag das jetzt extra, damit die Leute in Deutschland wissen, dass es hier auch Menschen gibt, die unzufrieden sind und anders denken. Auf Trinidad sind Aisha und Akena wieder zu Hause angekommen. Eine gute Gelegenheit für die Deutsche, um zu erfahren, was hier in Sachen Mode gerade so angesagt ist. Das hier ist mein Geburtstagskleid. Oh, das hatte ich zu meinem 16. Geburtstag an. Oh, das ist aber schön. Ja, ich liebe lila. Und in der Schule, tragt ihr da Uniform? Ja. Dieser Rock gehört zum Beispiel dazu. Trägt tatsächlich jedes Mädchen das gleiche? Ja. Ist dir das denn lieber, als deine eigenen Sachen zu tragen? Nein, ich wäre lieber an einer Schule, wo man seine eigenen Sachen tragen darf und nicht jeden Tag das Gleiche. Okay. Also für mich wäre eine Uniform überhaupt nichts, weil ich mag lieber meinen Style anziehen. Einerseits finde ich es auch gut, weil dadurch alle gleichgestellt werden, egal aus welchen Schichten sie kommen. Aber bei uns an der Schule gibt es am Ende des Schuljahres immer einen Tag, an dem du deine normalen Klamotten anziehen darfst. Da gibt es dann Wettbewerbe wie, wer trägt die hässlichsten Schuhe oder wer hat das hässlichste Outfit. Unsere Klasse hatte zum Beispiel das Thema Nerd. Da habe ich dann meine Socken über die Jeans gezogen, diese Brille aufgesetzt. Hosenträger angezogen und meinen Rucksack vor den Bauch geschnallt. Am Ende sah ich aus wie ein echter Nerd. In Brasilien sind Freddy und Matheus noch immer in der Favela Santa Marta. In den Großstädten von Brasilien leben viele Menschen in solchen Armenvierteln. Auch der 13-jährige Igor. Er zeigt Freddy und Matheus sein Zuhause. Also, hier wohne ich. Hi. Das ist meine Mutter. Hallo, ich bin Freddy. Hi, ich bin Matheus. Und was macht deine Mutter? Sie arbeitet hier als Schneiderin. Und sie arbeitet zu Hause? Ja, genau. Hier ist das Wohnzimmer. Das sind meine Neffen und das sind Nachbarn. Hier ist mein Schlafzimmer. Auf diesem Bett schlafen mein Bruder und ich. Diese Matratze legen wir hier auf den Boden für meine zwei Neffen. Und meine Mutter schläft auf dem Sofa. Als ich reingekommen bin und gesehen habe, wie eng das alles ist, dann dachte ich mir so, wow, das ist echt schon sehr, sehr klein. Und dann, als ich erfahren habe, dass hier fünf Leute wohnen, die Mama hier arbeitet, die Geschwister sich immer ein Bett teilen, die Cousins auf dem Boden schlafen und dass die Mama auf dem Sofa schläft. Und dachte ich nur so, das sind keine Umstände. Ich kann mir gar nicht vorstellen, hier zu leben, überhaupt nicht. Denn diese Umstände, die sind echt unbeschreiblich. Matheus, hast du Freunde aus den Armenvierteln? Oder du, Igor, triffst du dich mit Jugendlichen außerhalb der Favela? Jungs, die nicht in der Favela wohnen, nennen wir Playboys.
und wir mögen die nicht so gerne. Denn viele Jungs mit mehr Geld tun so, als wissen sie alles besser und nennen uns arme Favela-Jungs. Aber wir haben hier in der Favela viele Schwierigkeiten, die die Playboys nicht haben. Und sie wissen nicht, was wir hier durchmachen. Und dann reden sie auch noch schlecht über uns. Hier wird zum Beispiel das Wasser einfach abgestellt. Und sowas passiert in den besseren Vierteln natürlich nicht. Dann habt ihr nur wegen des Geldes nichts miteinander zu tun? Ja, genau. Das ist nicht in Ordnung. Es ist klar, es wird immer Reiche geben und es wird auch immer arme Leute geben, aber ich finde es irgendwie ungerecht. Diese Spanne zwischen Arm und Reich, die sollte nicht so groß sein. Und ich finde, man sollte hier irgendwas verändern, anstatt irgendwie was in den Reichviertel irgendwie was zu bauen. Man sollte hier anfangen, die Umstände zu ändern, damit die Leute, die hier leben, damit die auch was Gutes haben. Danke, dass du uns dein Zuhause gezeigt hast. Tschüss. Es war sehr hart für mich, das anzusehen. Zu Hause, da habe ich mein eigenes Schlafzimmer. Auch meine Schwester hat ihr eigenes Zimmer. Und wir haben Wasser und Strom und genügend Essen. Hier haben sie das alles nicht und sie können nichts daran ändern. Das macht mich traurig. In Russland wollen Susanne, Anna und ihre Freunde den Abend gemeinsam ausklingen lassen. Es geht in den Jump Park, ein riesiges Trampolinzentrum. Anna und Susanne sind begeisterte Cheerleader. Auf den Trampolinen können sie ihren Freunden zeigen, was sie drauf haben. Also Mädels, zeigt mal ein paar Cheerleading-Moves. Da, da war ich da. Ich war noch nie in so einem Park, wo man wirklich nur diese Trampoline hat. Mit den Trampolinen bietet es sich halt an, ein bisschen Cheerleading zu machen. Und ich zum Beispiel habe jetzt gerade ein Salto noch mich getraut und das hätte ich halt sonst nicht gemacht. Und deswegen ist es eine coole Alternative, wo man halt was Neues lernt. Zurück auf der karibischen Insel Trinidad. Auch Aisha und Akena sind heute Abend mit Freunden unterwegs. Sie sind in einem riesigen Einkaufszentrum verabredet. Ein beliebter Treffpunkt der Jugendlichen. Ich bin aber keine gute Tänzerin. Die Freunde von der Kinder waren total nett zu mir und waren voll happy und offen und das war richtig lustig. Hey, schlag ein! Oh mein Gott, ist das cool! Wie kommt man eigentlich hier hin? Mit dem Bus oder mit dem Auto? Mit den Eltern natürlich. Wenn ich in Deutschland verabredet bin, dann gehe ich einfach dorthin, ohne Eltern. Hier vertrauen uns die Eltern nicht so richtig. Deine Eltern lassen dich nicht alleine fahren. Sie bringen dich hin und holen dich auch wieder ab. Und wenn du ein Date hast, fragst du deine Eltern, ob sie dich hinfahren? Du erzählst es ihnen nicht. Wenn du deinen Freund datest, dann denken die Eltern, es ist ein Schulfreund. Ah, verstehe. Wir haben da so und so Tricks. Ich denke, dass die Eltern ihre Kinder ziemlich bewachen, weil sie auch Angst haben auf einen schlechten Ruf. Wenn jetzt irgendwie die Tochter schon mit 15 oder 16 einen Freund hat oder auch einfach auch Angst hat, dass sie schwanger wird oder sowas. Wie datest du Jungs in Deutschland? Ach, ich sehe einen Jungen und verabrede mich mit ihm. So einfach. Oh, das würde ich auch gerne dürfen. Ich finde schon, dass das Elternprinzip hier nicht ganz viel Sinn macht, weil ja die Teenager dann einfach dazu gelenkt werden, sie anzulügen und es einfach heimlich zu machen. Also eigentlich kann man das kaum verhindern, dass Jugendliche heutzutage halt einfach ihre Freiheit haben möchten. Heute war sowas von der beste Tag überhaupt. Es war richtig toll, auch in der Steel Pines School, das war das Allerbeste, so mit den ganzen Leuten zu spielen und nicht mehr nur so alleine. Und es war einfach nur traumhaft schön und ja, tschüss. Und so geht's weiter. Endlich Volleyballtraining mit der Mannschaft. In Brasilien kommt Freddy ganz schön ins Schwitzen.
Das ist schon etwas schlimmer als in Deutschland. Außerdem, für Kofi beginnt das Abenteuer. Im afrikanischen Ghana wird er begeistert empfangen. Ich wusste auch gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war echt sprachlos. Take Off, morgen 19:25 Uhr bei Kika oder schon jetzt bei zdftv.de.